Was soll denn schon passieren, ne? Was soll denn schon passieren? So, dann die Mall. Ach, da kann ich mich hin. Hier steht nämlich irgendwo so ein komischer Automat. Da, Automat. So. Weil, wie gesagt, es gilt immer noch, damit ich versuche, keinen Tod zu bekommen. Ja, was? Ja, ich mal gucken will, wie lange das möglich ist. Ich sitze vorne, ich sitze vorne, ich sitze vorne. Nein! Nein, versuch was wert. Ich glaube, ich habe jetzt echt ein anderes Auto getuned, oder? Ach, das wäre richtig ärgerlich. Das merke ich dann schon, wenn ich mich das nächste Mal einlogge, weil wenn dann plötzlich ein weißes da steht, dann weiß ich, dass ich das falsche getuned habe. Naja, vielleicht freut sich dann der Besitzer. Außer ich bin der Besitzer, dann freue ich mich auch. Ja. Dann weiß ich ja noch nicht sicher, aber es sieht schlecht aus, weil sonst müsste ich ja den Schlüssel haben, ne? Mal gucken. Aber ich konnte es ja auf und zu machen, das kann ich jetzt nicht, oder? Der Scarlock. Doch. Immer kurz slash. Help. Fahrzeugbefehle. Slash. Find car. Scroll. Oh, scheiße. Oh, ja. oh, mir ist gerade aufgefallen. Ah, das mache ich gleich. Ich habe heute oder morgen Ausbildung bei der SANA. Was ist SANA? Also San Andreas. N.A.? Ah! Sun News. Sun Andreas News Agency. Oh Gott, so kompliziert. Ja, erstmal über die Area 55 fliegen. Wenn wir gleich abgeschossen werden. Bist du schuld? Oder darf man einfach rein? Obwohl, sieht nicht so aus, als wäre hier irgendwas. Naja, ne? Wir... Oh, da bin ich aus der Aufnahme gekommen, aber... Zum Glück lang. Gleich noch mal zum Autohaus. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe das falsche Auto genommen. XD. Smiley. Ja, da wird sich irgendjemand anderes freuen, damit ich das auch noch getuned habe. Da. Doch. Da freut sich bestimmt einer wegen kostenlosen Tuning. War offen. Ach ja. Das erklärt auch, warum das offen war, wo ich es zugesperrt habe. Oh Gott. Ich bin so unglaublich bescheuert, ne?
Da. Okay, erstmal Thai für thank you, was auch danke bedeutet, ja. Und und das, da wird sich jemand über kostenloses Tuning freuen. Gibt viele Gutscheine. Sehe, was wieder auf die Aufnahmetaste gekommen. Gut. So. Ja, das ist meins. Hey! Gott. Ah, das ist unglaublich ärgerlich, ne? Alter. Ah, das ist so unglaublich ärgerlich. Mein Haus und auf ihn warten. Genau. Bunga Bunga weiß, was lang geht. Bunga Bunga. Ich mag den Namen. So, Sekunde kurz, ich muss das Mikro nochmal kurz zurechtdrücken. Ich denke nämlich immer, das passt nicht gescheit. Hm? Aber es macht eigentlich gar keinen Unterschied, weil ich verschiebe das meistens immer nur um 1 oder 2 Zentimeter. Höchstens. Und ja, das fällt eigentlich kaum auf. Ja. Weißt du, wo mein Haus ist? Ab. Nee, wenn. Ja. Also, ja, ich weiß, wo das Haus ist. Dollhook Day. Man muss ja immer ein bisschen Freude und sowas mit reinbringen, ne? So, was ich aber nochmal kurz zu der letzten Aufnahme sagen möchte, ist nämlich, die Stretch da ist mir. Hashtag. Ach, schade. Ich wollte noch Hashtag Grammatik schreiben. Ja, und zwar wollte ich nochmal kurz was zur letzten Folge sagen. Slash Motor. Sparken. Okay. Zur letzten Aufnahme, beziehungsweise, weil ich habe da ja aber ziemlich, ich sag mal, brisante Themen geredet. Er hat ja ein Angebot. Okay. Okay. Lol. Okay, das ist toll. Ich sitze vorne. Ja, das ist schon ziemlich teuer, auch wenn ich vorher schon ziemlich teuer fand. Aber dann... Ne, allerdings kommt es auch so, als wenn man leichter Geld verdienen würde. Gut, dann... Wohin geht's jetzt? Payday in 10 von 60 Minuten. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das richtig ist, wenn man da Payday in vorschreibt. Also na klar, jeder weiß, was gemeint ist, aber... ich weiß nicht, wenn da steht Payday in, müsste doch eigentlich die Zeit sein, die man noch bis zum Payday braucht. Hm. Ein Fall für Galileo Mystery. Naja. Weiß nicht. Nicht irgendwas. Was noch spannend für die Aufnahme ist. Ja. Hm?
Ist auch schön, wenn ich jemand zuschaue, integriert in die Aufnahme, ja. Weil es war. What the fuck? Ja, falls ihr auch mal mit in die Aufnahme wollt, euch auch mal mit in die Aufnahme integrieren wollt, dann sagt, ja, einfach mal, nee, nicht sagt einfach mal Bescheid, sondern ihr müsst halt gucken, ob ihr mich auf dem Server findet. Ne? Das war jetzt auch gerade Glück, damit die beiden online waren. Ich versuche es wieder ein bisschen menschlich an Zeiten online zu sein, sonst war ich ja immer entweder so unglaublich früh in der Früh online, damit noch niemand sonst online war, oder so unglaublich spät in der Nacht, damit sonst niemand online war. Aber naja, jetzt versuche ich das alles.